Genau. Also, was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ach, machen wir ein Turnier. GWX Arena, nehmen wir die. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir nur Mercy, das ist lustig. Matchtyp. Hell in a Cell. Einfach random durchgehen. Nicht finden. Ich will nicht die ganzen Cruiserweights hier haben. Das nervt mich voll. Ich will andere haben. Wieso kommen hier nur Cruiserweights? Das ist ja voll zum Shitten. Ja, okay, dann lassen wir es halt. Matchup fertigstellen, genau. Match bearbeiten. Anzug lassen wir aus. Schwung geht schnell. Passt. Let's go. No Mercy. WWE 2K18, die Uptime beginnt. Ich würde gerne nebenbei WWE Musik laufen lassen, aber ihr wisst ja, wegen GEMA und so geht es nicht. Also ich hatte eine Capture Card, die ich nicht habe. So. Na komm her. Corey, tell me, nein, just nein, how much nein. Does carrying your opponent around like this take? Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Das war nicht so gut. Nein. Tyson, hörst du auf? And now Tyson Kidd pushing forward. Tyson Kidd not looking so great right now. Talk a little bit about Wolf. Ah, so okay. What's he got to do to win here tonight? There's no recovery from that. Wow, he may get the three count right there. Nee, 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 so schnell noch nicht. So schnell noch nicht. Well, that was fat. Incredible. That's it. It's over. It's over. Just what yep. Should do it right there. One, two, three. No mercy. Ah, ich liebe es. Ich habe nur einen Finisher und den würde ich auch gerne ausnutzen. Tyson Kidd got the worst end of that stick. Verlassen. Johnny Gargano gegen Cedric Alexander. Ich mag Cedric, deswegen Johnny, bye bye.
Entschuldigung, ich habe ein bisschen derzeit Probleme mit dem Hals. Na, jetzt reicht's aber. Daneben, oder? For more than 50 years, men and women have entered this ring all in the name of greatness to see who is truly the best. I think when it's all said and done, we'll be talking about this match for a long time. Abgewehrt. Guys, this cell is absolutely gigantic. Just looking at it makes me happy I'm retired. And judging from the crowd here in this arena, I think it's safe to say that WWE is the king of Sacramento tonight. He lands the dive with amazing grace. Keep your eye on this one. He's starting to show signs of fatigue. I fully expect him to bounce back, though. This ball is in. Where he thrives. What's this? Huh? Oh yeah, here's Cedric Alexander. I loving it. Nein, geht nicht durch. Verdammter Mist. Au. Street Ballin. Ja, ich werde danach auch mal Wäsche waschen. Ich werde ja sowieso nicht machen, was ich vorhatte, weil wegen Strom und so. Au! Verdammt! Das sah schmerzhaft aus. Was will er machen? Ah, er holt sich einen Baseballschläger. Ach, wie nett. Das wird ja aber nichts bringen, genau, deswegen. Aber hey, danke, dass du mir Spielzeug bringst. Damit ich dir die Knochen echt selbst demolieren kann. Nein, nein, aus. Profi, aus. Na, au. Hey, sag mal, geht's noch? Das. Genau. Sag gute Nacht. Say good night and goodbye. What the hell? Yes. Incredible move. He might have it. Down with a face buster. This just might be enough for him to take the victory here. He's in a tough spot. Finisher is coming. Ladies and Gentlemen, das wird jetzt sehr schmerzhaft. Das war der Lumberjack. He got him there. Just look at this, Cole. Wow. He's going for the pin. This one, could be it. Two, three. Oh my God, he's done it. He scored the win. Here is your winner, Cedric Alexander. Put it in the books, and there was no question about that one. When you get a one-on-one match like that, you hate to see one of them come up short. But that's just... Roderick Strong gegen Jack Gallagher. Ist ja klar, wenn ich nehme, oder? Roderick Strong, weil Jack Gallagher mag ich überhaupt nicht. Ich kann den Typen partout nicht leiden. Das letzte Match wird richtig lustig. So. All right, let's get this Hell in a Cell match underway. And I think it's safe to say that these competitors will never be the same after this Hell in a Cell match.
He's going for it all. Nein! Verdammt. Das gibt's doch nicht. Also lade ich mir nachher doch Fortnite runter. Ich weiß es nicht. Vielleicht streame ich es ja nachher doch mal. Keine Ahnung. Vielleicht nach dem Turnier oder so, dass ich den. Komm schon, Chizzy. Eins. Was ging noch nicht mal bitte? Eins. Alter, Kleiner. Was ist du, miese Made? Oh, schöner Dropkick. You're gonna absorb some punishment in a wrestling match. It just goes along the territory, and he knows that. I doubt he's all that concerned at this point. Was zum? Was soll denn der Schmäh jetzt? Ah, kotzt mich das gerade an. Der Jack Geller ist gar nicht so gut. Das ist voll der Loser. Ich mag ihn nicht. Sorry. Ich muss ja auch nicht jeden mögen, oder? Ja, klar. Ich drücke auf Abwehren und der Dropkick geht durch. Sag mal, wollt ihr mich veräppeln oder was? Ladies, enter and run. Das Spiel bescheißt. Das ist nicht fair. Soll der Schmäh. Ole. Nein. Hörst du auf. Ja, klar. Komm, hey. Ja, klar. Kopfnuss und dann. Also Headpart und jetzt gibt's den Finish oder was? Ha, das ging im Moll mächtig daneben, ne? Suplex. So, darf ich jetzt mal, ja? Darf ich jetzt mal? Es wäre echt nice, wenn ich jetzt mal ein bisschen was zeigen könnte. So. Das hat hoffentlich richtig weh getan. Ja, jetzt kommt die nächste Packung. Ah, auch so eine Art Lumberjack. Ah, das sieht ja böse aus. One. Two. What the? Fuck. What the hell? Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jack, wenn du mich ärgerst und du solltest hier heute gewinnen, jetzt dann irgendwie, dann schwöre ich dir, dass du im nächsten oder übernächsten Match solltest du gegen meine Figur antreten. Dass ich dich von... Noctis Gelum, hi! Schön, dass du da bist. Das freut mich. Ja, ich habe immer noch Gips, aber ein Gips, mit dem ich zumindest zocken kann. Schön, dass du da bist, das freut mich. Wie geht's dir? Ich hab doch auf Abwehren gedrückt. Was soll denn der Mist? Irgendwie spinnt mein Nightbot. Ich hab mir letztes Jahr das Kahnbein gebrochen, am 15. Dezember. Da war das... dann habe ich mir, wie gesagt, dann habe ich einen Fehler gemacht und bin leider erst am nächsten Tag zum ins Krankenhaus gefahren und habe es untersuchen lassen. Und dann war es leider schon zu spät und jetzt habe ich halt 4 Wochen einen offenen Gips, also einen Spaltgips tragen müssen. Jetzt am 2.1. habe ich meinen festen Gips bekommen. Und jetzt habe ich ihn halt erst 4 Wochen, weil die Zeit mit dem Spaltgips zählt nicht. Deswegen muss ich jetzt nochmal bis Ende Februar einen fixen Gips tragen. Boah, der Jack Geller geht mir auf die Nerven. Alter, der will mich doch verarschen. Nein!
Das freut mich, dass dir gut geht. Das freut mich. Jetzt hat der Penner doch noch gewonnen. Boah, ich könnte kotzen. Ja, das merkt man, dass ich knapp 7 Wochen nicht gespielt habe. Achso, ich habe meinen WWE-Titel. Der liegt bei mir jetzt am Bett. Im Schlafzimmer. So, Gran Metalik gegen Brian Kendrick. Ja, es ist richtig nice, der ist auch richtig. Nur, ich kann ihn halt nicht so tragen, wie ich will, weil wegen blöden Gips ist es halt ein bisschen... Ja. Okay, ja, Mist, da hatte ich leider keine Zeit, da habe ich leider nicht zuschauen können, aber Mann, da musst du mich treten und sagen, hey, Conny, ich streame, komm schon. Dann hätte ich hier zugeschaut, Mann, das tut mir voll leid. 50 years, men and women have entered this ring all in the name of. Was hast du denn gestreamt, wenn ich fragen darf? I think when it's all said and done, we'll be talking about this match for a long time. Hey guys, you can almost literally feel the electricity in the air for this Hell in a Cell. Mann, das nächste Mal muss ich echt besser drauf schauen, dass wenn du streamst, ich sofort einschalte. League of Legends. Ah, und? Es haben dir viele Leute zugeguckt oder? Back inside the ring. Nicely done. Ich hatte ja eigentlich eine Umfrage gestartet zwecks Deus Ex Mankind und Darksiders, aber irgendwie kann ich wahrscheinlich regelmäßig erstellen. Am 12.2. Ah, okay, nice. Ja, dann werde ich da wahrscheinlich auch zuschauen. Höchstwahrscheinlich. Au! Ey, ich kann mit den Cruiserweights jetzt nicht umgehen, echt nicht. Da ist meine Figur selber ein Cruiserweight. Wie läuft's mit deiner Freundin? Alles klar, oder? Letztes Mal war es ja nicht unbedingt so. That's what he wants to avoid here. Er freut sich über verdammter Mist. Okay. Jetzt muss er wahrscheinlich doch die härteren Geschütze auffahren. Den Vorschlag haben wir. Was zum? Ja klar, jetzt können die alles blocken oder was? Wollt ihr nicht veräppeln? Aber. Schaut echt nicht gut aus für mich. Ach, ich habe keinen Counter-Move. Ach, ist das Scheibe. Single bleiben ist besser gerade. Ja. Ich bin derzeit in einer Fernbeziehung. Und ich bin recht zufrieden damit. Klar fehlt sie mir, aber ich komme damit gut klar. Außerdem kommt sie mich im April besuchen. Also ist das schon mal richtig nice. Da freue ich mich schon voll drauf. Whoops, not even close. What was he thinking? Kendrick! But I don't know how much gas he has left, guys. Irgendwie ist da gerade was schief gelaufen, gell? Nicht ich sollte weiß am Boden liegen, sondern er. If this superstar can just land the finisher here, Captain's this match hook. Is all but into the captain's hook. This is his opportunity to win this thing. Come Sean. Wow, he released the hold. He must have had something big planned here. He can do it here. One, two. A kick out at 2.5. Oh man, what are you rooting for?
Die meisten sehen, dass ich streame und jetzt wollen ungefähr 50.000 Leute was von mir. Das ist immer so. Ich streame und dann geht mein Handy über. Ich hasse sowas. Da antworte ich jetzt nachher drauf. Nicht jetzt. Aber mich freut's, dass du wieder reinschaust. Das freut mich sehr. Nein. Boah, ich habe mich jetzt in letzter Zeit mal nach so einer Capture Card geschaut, gell? Aber die ist ja sau teuer. Der kostet 160 Euro plus 5 Euro Versandgebühr. Also da zahlt so 165 Euro nur für so eine. Das ist schon heftig. Von Elgato, ja. Ich habe geschaut, ob es die auch billiger gibt, aber bei den billigen Sachen, da gibt es halt wirklich nur auf dem Beschwerden dann. Da habe ich noch nicht eine gute Kritik drüber gelesen. Ja, mir tut's leid, dass ich auch in letzter Zeit etwas abwesend war, jetzt fast über 2 Monate, aber es ging halt wirklich nicht anders. Ich hatte halt Spaltgips, wie gesagt, dann habe ich auch höllische Schmerzen teilweise immer noch. Und ja, mit Gips zu zocken ist halt relativ schwierig. Deswegen konnte ich nicht unbedingt öfter streamen, obwohl ich eigentlich wollte. So, ein bisschen Energie aufladen. Ich bin im Überlegen, ob ich mir nachher noch Fortnite runterlade. Und heute am Abend vielleicht nochmal einen Stream starte. Aber sicher ist es noch nicht, weil ich halt nicht wirklich gut in dem Spiel bin. Ich bin ein totaler Noob, ne? Aua, das. Aua. Das klingt auch nicht gerade angenehm. Ja, das Kahnbein ist, falls du es nicht weißt, unten beim Daumen. Zwischen Daumen und das ist hier die weiche Stelle, wenn du reindrückst. Komisch erklärt, aber ja. Du hast ja da den Daumenknochen. Genau unter dem Daumenknochen ist das Kahnbein und genau das habe ich mir gebrochen. So. Ich darf gegen Cedric Alexander ran. Ja, das wird lustig. So. Ach, Einzug lassen wir aus. Warte kurz. So, bin wieder da. Ich habe auch schnell einen Freund antworten müssen. Let's go, guys. Pure dominance here, guys. Talk about getting caught off guard. Und es geht daneben. Wetten? Nein, ich habe getroffen. Normalerweise geht der Sprung immer daneben. Ich
habe jetzt vor, mein Wohnzimmer hier zu einem richtigen Gamerzimmer umzubauen. Aber das klappt halt auch nicht immer, ne? Na, warte. Ich habe zwei Finisher. Was macht man denn da Schönes, wenn man einen Finisher hat? One, two, three. What a match. I mean, what an unbelievable match. What a victory. Schade, dass du die Musik nicht hörst, aber das ist die von den Hardy Boys, was du vielleicht schon an den Klamotten erkennen kannst. Neville. Du kleine Ratte. Mit dir habe ich eh nur eine Rechnung offen. So. Das war Nummer 1. Ach so. Ups. Der Neville hat mich nämlich gestern schon attackiert nach dem Match. Weil er ein bisschen sauer ist, weil ich ihm, bevor ich mir den Handwurzelknochen gebrochen habe, Kambein, vor allem das Kambein gebrochen habe, habe ich ihm nämlich den Titel, den Cruiserweight-Titel abgenommen. Das fand er nicht so witzig. Ja. okay, ich nehme The Brian Kendrick, genau. Ja, mit meiner Figur immer, dabei mache ich gar nichts. Ich habe die Tricks von Jeff Hardy eingestellt, ich habe die Klamotten von Jeff Hardy eingestellt und mehr auch nicht und den Einzug halt. Wie sagt man so schön, das war ein Quickie. Hast du mal eine Frage an dich, da du ja gerade mein einziger Zuschauer bist und ich auch irgendwie froh darüber bin. Was würdest du besser erhalten, wenn ich Deus Ex Mankind Divided als Let's Play bringe oder wenn ich es rein raus werte, genau. Also wie gesagt, Deus Ex Mankind Divided, das würde ich halt dezent gerne spielen, ne? Jetzt ist aber bei mir die Frage, ob ich das als Let's Play bringe oder ob ich das als im Stream spiele und dann auf YouTube hochlade. Verdammt. Just making his presence felt there. Weil ich habe zwar gestern eine Umfrage gestartet, aber irgendwie hat die nicht keiner mehr mitgekriegt. Achso, okay, also als Stream und als Let's Play, dann bräuchte ich zwei Spielstände. Oder meinst du im Stream spielen und dann als Let's, da kann ich aber keinen Chat nebenbei laufen lassen, das ist euch eh klar, gell? Also, weil ich könnte den Chat zwar nebenbei laufen lassen, aber das würde dann so eine Art Live-Let's Play werden. Und da könnte ich halt nicht wirklich auf den Chat eingehen. Ja, ich schau mal, was ich mache. Vielleicht mache ich einmal als Let's Play und dann im Stream nochmal, keine Ahnung. Zum Speedrun oder so, keine Ahnung. This might be the end of the road for him, Byron. Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. This should do it right there. True testament to denkste, Jack, diesmal gewinnst du nicht. Oh boy, he is rolling. Very impressive drop kick. Ja, ich danke dir für den. Ja, das musst du wissen, wie es dir am Bild. Ja. Ich werde wahrscheinlich eh das zuerst als Let's Play spielen. Und wenn es mir halt als Let's Play zu anstrengend wird, das war ja mit Phantom Pain so, dann spiele ich das wahrscheinlich im Stream. Weiß ich nur nicht. Aber das würde ich ja erst sowieso erst machen, wenn der Gips weg ist. Das heißt Ende Februar, ja. Das kennen wir wahrscheinlich schon einige, aber ich habe gesehen, dass es bei der lieben Tinu, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die hat das Spiel, das nämlich zurzeit eine rechte Liebe. Die spielt es nämlich gerade oder hat es als Let's Play gespielt und ist echte Superliebe.
Die mache ich auch gerne Werbung. Achso, wenn du Ausrufezeichen Facebook eingibst, dann müsstest du auf meine Facebook-Page kommen. Oder Ausrufezeichen Game, wenn du nicht, für die Leute, die nicht wissen, was ich gerade spiele. Ich habe ein paar Verbesserungen vorgenommen. Ich müsste bloß noch meinen Weißbot dazu kriegen oder mein Nightbot, dass er das alle 5 Sekunden anzeigt. Aber wie gesagt, ich schicke nachher dann nach dem Match gleich mal den Link zu der lieben Tinu in den Chat. Und dann können wir ja nachschauen. Also könnt ihr gerne mal schauen. Damit ihr wisst, was ich zocke. Also, dann schicke ich euch schnell das von der lieben Tinu den Link. Und dann genau, Tinu, wo habe ich sie denn? Playlist. Da. Link kopieren. Perfekt. Falls ihr wisst, warte mal, Chat bei mir, in den Chat, genau. Here is your winner, the Brian Kendrick. Now that's eking out a win. Es ist der Link zu der lieben Tinu. Da könnt ihr dann nachschauen, wenn ihr wollt. Und auch gerne mal ein Abo dalassen. Kostet nichts. Auch super süß, wenn ihr das machen könntet. Wie gesagt, und wenn ihr Ausrufezeichen, ich zeig's euch mal. Ausrufezeichen Game in den Chat schreibt. Zock. Könnt ihr sehen, was ich zocke. Bei meinem kleinen okay. Jetzt ist habe ich nämlich ein Nightbot eingerichtet. Eigentlich hätte mein Weißbot dich begrüßen müssen, aber irgendwie macht er das nicht mehr. Lol. Das heißt, ich darf mir nachher noch mal einen PC setzen. Nach dem Stream. Weil das kann ich jetzt so schnell nicht machen. Das ist nervig. Ja. Was ist? Brian Kendrick, hast du Angst? Gegen den Champ anzutreten? jetzt will er sich voll Baseballschläger holen. Mein wie lieb. Und tschüss. Ach, verdammt, ich müsste es einstellen, dass jetzt. Siehst du, das wollte ich vor dem Match eigentlich nur einstellen, dass er nach draußen springt. Aber das macht er nicht. Warum machst du das nicht? So. Okay, das habe ich an. Jetzt weiß er wieder was Next. Na komm schon. Bisschen quälen. Ist immer gut. Was denn? Achso, ich wollte gerade sagen, was denn? Das war schon? Ups. Tut's weh. Nein, nicht in die Richtung. Du bist ein Volldepp. Da musst du ihn gegenhauen. Komm schon, komm schon, komm schon, aufstehen, komm schon. Ich hab 2 Finisher, wird lustig. Klappt mir. Na komm. Come to me, come to me. Please come to me. Was zum? Ich hab gedrückt und der macht nichts. Will er mich verarschen? Jetzt hätte ich nämlich voll das Gitter hauen können und der macht nichts. Sag mal, jetzt glaube ich's aber, oder? Okay, dann geht halt nochmal Schmerzen einfahren, kein Thema.
Ich will nicht in den Ring. Ich mag den Ring, aber ich will nicht rein. Die haben gesagt, dass ich da rein will. Ha? Du kommst schon raus. He's not getting up. You can't like his chances right now. Kein Thema, kein Thema. Das kenne ich. Wir haben hier mit Stromschwankungen bzw. ziemlich argen Stromsachen zu tun. Also, dass Strom auch mal wegfällt. Deswegen ist es kein Thema. Kann ich verstehen. Ach so, links. Bitte keine posten, weil sonst werdet ihr gebannt für den nächsten 20 oder 60 Sekunden, glaube ich. Weil ich habe schon mal gestreamt, da haben sie mir Haufen Links in den Chat gepostet. Das war nämlich, als ich hier das WWE gespielt habe. Das war nicht besonders witzig. This one is over. Oh man, the Brian Kendrick doesn't even know where he is. Look out! You gotta believe this one's over. That's when you put an exclamation point on the end of a match, guys. Wunderschönes Swanton Bomb. He's stalking his opponent from the top turnbuckle. Ready to die. So. He's looking shaky. This could be the end. Was zum? Nein. Du wirst mir sagen, wo ich hin will, Alter. Das glaube ich sowohl selber nicht. Ich weiß, was du gleich machst. Du machst einen Abgang. Was? Nein. Du kommst schon raus. Von wegen nein. Okay, so geht's auch. Was hast du für einen Internetanbieter? And he gets him with a counter. Oh my, what a slam. Weil ich bin bei A1 und das ist relativ stabil, muss ich sagen. Klar, schwankt zwischendurch mal bei den Sachen, aber sonst ist er eigentlich relativ stabil. Noch aus Nortel. Okay, kenne ich nicht. Kenne ich nicht? Sagt mir gerade gar nichts. This is what makes him one of the best in the business. We have seen him here before. You have to think that's it. This one is over. Wenn das Internet so oft abschmiert, dann würde ich da mal anrufen, weil du zahlst ja auch dafür. Das ist halt schon ein bisschen scheiße, wenn es dauernd abschmiert. Das bringt es auch nicht, ja. Ich hätte normalerweise, ich zahle für 80 Megabyte pro Sekunde. Und ich habe dann meistens nur 45 oder 50. Ja. Was auch ein bisschen eine Frechheit ist, aber okay, wir sind hier am Land. Da dürfte ich schon mit 50 zufrieden sein. Ja, jetzt wird der liebe Brian Kendrick mal durch den Tisch gehen. Was hält er dann davon? Okay, oder auch nicht, weil ich mal wieder voll verpellt habe, zu drücken. So, ich muss jetzt wieder reinkommen. Ich habe gestern nur knapp 3 Stunden gespielt. Oh, ist das schön wieder zu streamen. And now he goes for it a second time. Ain't no stopping him now. Nein, zu spät gedrückt, verdammt. No, he reverses it. He clearly has confidence in that move.
Achso, hast du das Royal Rumble now gesehen? Yeah, dieses Jahr? Also bis, ich fand alles recht gut, bis auf das Frauen-Royal Rumble. Das Frauen-Royal Rumble war ein totaler Reinfall, muss ich sagen. Was mich leider etwas enttäuscht hat. Okay, dann werde ich mal nichts spoilern, aber das Frauen-Royal Rumble, glaub mir. Alles andere davor war einwandfrei, ja? Aber das Frauen-Royal Rumble war totaler Bullshit. You just get the feeling that this one's going to end sooner rather than later. It very well may end at any moment, Michael. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. He's not looking good here, Byron. No, he's got to get up, and he's got to get up now. Ich glaube, ich sollte langsam Ende machen, ne? Der ist schon voll im Eimer. Oh, ja, kein Spontan Move mehr. Fuck. Flips the script on him there. Cutter, that has got to be it. Ein Freund von mir hat sich vor kurzem GTA 5 von mir wieder geholt, also ausgeliehen. Ja, dezent. Ein bisschen. Und der rastet gerade aus, weil halt GTA Online echt derzeit sowas von dämlich geworden ist, ja. Ich hätte es jetzt wieder so schnell wie vorhin beenden können, aber ich wollte es nicht. Ist ja dann langweilig, wenn man jetzt die ganze Zeit nur kurze Matches bringt. Two, three. So, hab ihn erlöst. Ja, schauen wir uns die Highlights an und für alle, die mir auf Facebook folgen wollen, warte kurz, müsste eigentlich gehen, Ausrufezeichen. Ich hoffe, ich verschreibe mich jetzt nicht. Ja, genau, müsste meine Facebook-Adresse kommen. Schon wieder Neville, sag mal. Neville? Alter, ich hab grad Neville in das Sandwich hinter mir, was willst du? Von mir. Sagt der Dämliche. Ich weiß nicht, warum der so angepisst ist. He gets him with a reversal. Ah, fuck. Oh boy, he is rolling. Oh, and a terrific reversal by Neville. God, Neville, get me off the Tüte. Neville is giving these fans their money's worth right now. Klar, und es wird Nevilles Musik gespielt. Sag mal, geht's noch oder was? Okay, ich muss da nachher Dings einstellen. Gegen Enzo Amore um den GWF Global Force Wrestling X Division Champion Titel. Das wird ein Steel Cage Match, obwohl ich Steel Cage Matches hasse. Und die Arena ist natürlich. Great Balls of Fire. Ja, gestern habe ich verloren.
Aber diesmal mit Einzug. Könnt ihr den Einzug genießen? Von Great Balls of Fire. Naja. Der Name ist schon ein bisschen creepy, aber hey. Ich müsste halt wissen, wie man den Nightbot oder den nicht den Nightbot, der doch den Nightbot einstellt, damit der so alle 10 bis 15 Sekunden meine Sachen durch automatisch postet. Ich wollte ja auch noch mal irgendwie einbauen, dass er meine Amazon Wunschliste postet. The following contest is a steel cage match. And it's for the Action Championship. Here comes the champ. Scheiße, die Musik nicht hört oder wartet kurz. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Ach, ihr seht, ist ja zeitverzögert, ne? Ja, daran denke ich ja nicht, dass ihr das ja zeitverzögert seht. Ach, dann bringt es auch nichts wirklich. So. Sehr gut. Was zum... Okay, da ist ein bisschen was schief gelaufen bei dem Design von dem Titel. Das habe ich mir gestern nicht angeguckt. Ich habe den nur runtergeladen. Schau, da fehlt was. Nämlich die ganze Aufmachung fehlt. Ach du Scheibe. Okay, dann muss ich den nochmal löschen und nochmal neu runterladen. Da ist gestern beim Runterladen irgendwie scheiße gelaufen. Das war so nicht geplant. Na toll, Enzo ist noch komplett fit und ich bin komplett am Arsch schon fast. Na super. Nur weil der blöde Neville mich angegriffen hat. And from what I heard, I-35 East was backed up for hours this afternoon, with fans hoping to get tickets to see this match. Nein, verdammt, das hat er gestern auch gemacht. Nein, 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 Neville, nein. Nicht Neville. Enzo, nein. Nein. Okay, das war's. Ich kann nichts mehr machen. Which one of these two will sacrifice what it takes to win here? Hey, I think when the dust settles in this one, we very well could have a new title. Das gibt's doch nicht. Und der bleibt GWF X Division Champion. Ja, super, Leibwand. Okay, Leute, ich mache eine ganz kurze Pause und gehe noch aufs WC. Ich bin sofort wieder zurück. Here is your winner and still the Action Champion, Enzo Amore. What a ferocious conclusion to this steel cage match. That was simply a case of one guy determined to prove his dominance over another. Look at this Dallas crowd shower these...
Okay, Leute, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber eine halbe Stunde mache ich noch, weil in einer halben Stunde wird Gronkh Starbound streamen und dann würde ich halt gerne das gucken. Aber jetzt wird erstmal Enzo Amore verprügelt. Er lacht. Ich mag ihn eigentlich, aber warte mal kurz, Leute, ich krieg da gerade nichts gebacken. Warum sieht der GWF Titel so beschissen aus? Warte mal, vielleicht krieg ich den. Okay, warte mal. Jetzt werde ich nochmal schnell den GWF GWF Titel, mein Hashtag GWF suchen. Das nervt mich gerade, hey. Boah, so Drecksteile. Entschuldigung, aber boah, die sehen richtig hässlich aus. Warte mal. Mein Hashtag. X-Division Championship. X-Division. Schauen wir mal. Ja, mit einer Hand. Also mit der Gipshand zu tippen dauert eine Weile. Da bin ich normalerweise schneller. Suche. Da, von den habe ich genommen. Ja, dann nehme ich halt den alten, den hier. Runterladen. Ich werde morgen wahrscheinlich wieder streamen. Höchstwahrscheinlich. Weil ich habe dann eigentlich sonst so nicht wirklich was vor. Ja. Genau. So, mein WWE, Titelverwaltung, Titel freigeben. Dann geben wir den Enzo, weil der andere ist ja voll für den Arsch. Wo ist denn Enzo jetzt? Da. Nein, speichern, okay. Aber machen wir das Match doch mal. Okay, machen wir das doch ein bisschen interessanter, oder? Für mich. Also. Also einmal ich. The Beast, Parker, gegen Enzo. Dann gegen Neville. Bei der mir die ganze Zeit attackiert, der Sack. Wo ist der? Da. Und Robert Gibson, Rob Van Dam, Matt Hardy, Lars Sullivan, na, Kurt Angle, John Cena. Ach, da kann man gar keinen Titel einstellen, oder was? Ach, ist das scheiße. Warte mal, da muss ich. Nee, ich will ja. Ja, dann mache ich einen Vorteil vorweg raus, macht da nichts. Portal vorbei, genau. Mach eine Battle Royale draus, genau, das wird super. Also, erstens mal bin ich dann gegen Conche, Marcus Flynn und Enzo, weil der hat einen Titel, den ich gerne haben will. So, genau den da. Weißt du was, ich bin ein bisschen fies, machen wir ein Doppelmatch draus. Also den. Achso, und wenn ihr sehen wollt, wie ich mit Titel aussehe, dann Ausrufezeichen. Dann könnt ihr jetzt auf Instagram schauen. Da habe ich nämlich Bilder von mir mit dem Titel gepostet. Aber ich werde noch ein richtig gutes für Twitch machen.
So eine Art von Turbinator so. Der mit dem Arm-Tattoo hat einen Freund von mir gemacht. Der in der Mitte, der mit dem komischen Ziegenbart, den habe ich gemacht und den Reborn by Fate habe auch ich gemacht. Ja, und ich werde gleich mal voll attackiert. Aber, au. Was? Nein. Alter, Finne, was geht denn jetzt ab hier? Ich habe vergessen, dass Battle Royale ist. Siehst du, ich stelle das Match selber ein und dann wollte mich schon einer raushauen. Das ist voll unfair. Let's quickly discuss Wolf for a moment. So what can these WWE fans expect out of him tonight? Talk about a pivotal point in one's career. Wisst ihr, dass es meistens sogar schwerer ist, gegen seine eigene Figur anzutreten, die man selber designt und lieber selber die Tricks eingestellt hat, als gegen irgendeine Key, also gegen irgendeine computergesteuerte Sache. Die sind jetzt auch computergesteuert, aber bei den Leuten, wo es die Tricks selber einstellt, vergisst du meistens die Tricks selber. Das ist die. Bei den vorgefertigten Sachen, da kannst du die Tricks nicht vergessen. Weil du weißt so ungefähr, was der eingestellt hat. So wie jetzt der F5. Ja. Super, ich bin wahrscheinlich der Erste, der rausfliegt. Wenn es nicht gerade Enzo ist. This one could very easily go either way at this point, guys. But win or lose, he's the type of guy that will be proud of his performance regardless. He is a one-man gang in there. Nein. Und ich bin draußen. Läuft. Okay. Ich kann heute nicht mehr spielen, Herr Ernsthaft. Das war's. Ich geb's auf. Toll, jetzt darf ich gegen Markus Flynn antreten. Nice. Und er ist Doppel-Champion. Ja. Lol. Aber ich werde es nachher noch runterladen und dann auf Facebook hoch. Nein, nicht auf Facebook, auf YouTube raushauen. Ich will ein Rematch. Ich will ein Rematch haben. Das gibt es ja nicht, dass ich die ganze Zeit verliere. Voll krank. And guys, the energy level inside this arena for this championship match is absolutely unreal. Nein. Here we go. Was? It's going to be history making for sure. Okay. Das gibt's doch nicht. Naja, dann schaut euch halt die letzten paar Minuten an, wer jetzt gewinnt. Also gibt irgendwer Wetten ab? Ich sag, es macht Markus Flynn. Wieder mal. You can't just talk about one of these competitors, Cole. We've got two titles on the line here, and any one of them could walk out of here as a double champion. I agree, and the crowd seems to be backing him here, so that always helps. Wie auch immer der Kumpel von mir das eingestellt hat, ja? Der hat es verdammt gut eingestellt, weil den habe ich bis jetzt nur zweimal verlieren sehen. Plus you want to degrade your opposition, of course. Really relying on that elbow here. Ich werde auch demnächst nochmal ein Hochladen mit das ist glaube ich in 4K oder so. Wenn es das YouTube überhaupt übernimmt und nicht wieder auf 360p runter skaliert, weil das war gestern im Stream habe ich auf 1080p 60fps gestreamt, ja? Okay, Markus Flynn ist draußen. Okay, krass. Und dann habe ich es auf YouTube hochgeladen. YouTube hat es umgewandelt und der bringt es jetzt bloß noch 360p. Ich könnte kotzen. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche unbedingt die Capture Card. Aber die kostet 160 Euro. Voll heftig. Na, Enzo. Damit hast du nicht gerechnet, ha? Wenn er, ja, ich höre jetzt auch nach dem Match, höre ich auch auf, weil ich spiele jetzt selber nicht mehr mit, ich bin ja schon rausgeflogen. Aber, ja. Genau.
The Beast, Parker Wolf. So, außerdem werde ich mir nochmal schnell zur Kontrolle im Stream anschauen. Trotzdem ein Match mal noch gegen Enzo, weil ich muss ein bisschen Wut rauslassen. Und dann war's das. Das wird ein Backstage-Brawl. Ja. Wo ist denn das jetzt? Backstage, genau. Stay. It's so real to me. The Beast, Parker Wolf. Enzo. Enzo Amore. Also, 1, warte mal kurz, wo ist denn der zweite? Da, um die zwei Cruiserweight Champion Titel. Den von mir selbst erstellten und den originalen. Und ich renne natürlich gleich, sofern das Spiel mich lässt. Hier unten ist aber schon arg dünn, ha? Naja, macht nix. So, ich werde nachher wahrscheinlich noch ein bisschen am Computer basteln und dann schauen. So, ich werde jetzt dann gleich mal zu dem Lastwagen laufen. Run, bitch, run. Was ist denn so? Angst oder was? Komm schon, Enzo, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, Enzo, nein. Du haust mich hier nicht runter. Nein, nein. Oh, verdammt. Und du springst dann auch voll daneben, du Vollhonk. Dropkick. Schon, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Ich hab was vor. Liegen bleiben. Ach, das hat liegen bleiben, du Vollhonk. Na komm. Chipping away at the midsection. Und tschüss. Was zum... Warte kurz, Leute. Warte. Mir juckt das Ohr. Ich hasse es, wenn es juckt. Ich weiß, es ist gerade der blöden Stelle, aber mich juckt es gerade. So. Toll, jetzt fliege ich schon wieder runter. Sag mal, jetzt reicht's aber. Was haben die denn bitte mit Enzo gemacht, hey, dass der jetzt so gut ist? Der muss doch cheaten, der Penner. Oder ich bin einfach urschlecht, keine Ahnung. Zack. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir endgültig. Du Made. Hm? Hey, it seems to be working for him. Eigentlich wollte ich für dich ein schnelles Ende machen, aber du lässt mich hier nicht. Haha. Made him pay there. Oh, and this guy's on. Look out.
Wie sagt man so schön, schnelle Hände, schnelles Ende. So, jetzt bleib schön brav liegen, denn ich hab was vor. Oh, and he's still down, Byron. Things definitely aren't looking very good for him right now. Ja, getroffen. Sehr gut. Wenn auch etwas. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. Was zum... Will der mich ja jetzt eigentlich komplett verarschen, oder was? He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. He's fighting back here. I expected nothing less, Cole. Oh, and he reverses it. Enzo? Das war's. Ja! Zumindest eine Genugtuung habe ich. So. So, ihr Lieben, ich würde dann sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Kommentieren. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen zur gleichen Zeit sehen. Genau. Tüdelü.